Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play No Man's Sky hier auf dem Kanal. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg hier gefunden habt. Wir sind auf der Landung bei einem paradiesischen Planeten mit sehr, sehr viel Wasser, was auch für mich wiederum interessant wird. Es ist wieder ein roter paradiesischer. Eintritt in die Atmosphäre. Aber paradiesisch ist auf jeden Fall mein Freund. Wunderbar. Ich mag paradiesische Planeten. Und Tiere ohne Ende. ...113.000... ...70.000, jetzt haben wir hier schon mal eine ganze Ecke. Das ist nix. So, wenn er aussehen würde, wäre ich voll dabei. Aber hier gibt es auf jeden Fall ganz viele Seitendecken. Ist das Fauna? Nee, das war bestimmt Material, Mineral, ja. Das ist Flora. Ich bin gerade total begeistert, was man hier alles finden kann. Okay, back to the roots. Wir wollen eigentlich was ganz anderes machen. Vykeen, meine Lieben. Vykeen, 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 yik, yik, yik. Okay, der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Vision beginnt, Gestalt anzunehmen. Ich sehe zwei große Aliens, die miteinander kämpfen. Irgendwann besiegt der eine den anderen und lässt ihn bluten zurück. Mit letzter Kraft zeigt er besiegte Alien in meine Richtung. Wissen annehmen. Der Name Vykeen geistert mir als Echo der seltsamen Vision durch den Kopf, die ich gerade hatte. Ein Wort dieser fremdartigen Sprache hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Wiederherstellen. Geil. Nehme ich. Ist gekauft. So, einmal Wissen. Energie. Ja, endlich verstehen wir mal, was die sagen. Die sind nämlich überall vertreten. Ein Verbündeter. Na, das sind wir momentan noch nicht. Macht aber nichts. Und jetzt, meine Lieben, geht es weiter. Kamchan Zu Tau Vykeen Kohe. Ich versuche, die Glyphen an einem uralten Monument zu entziffern, als ich eine seltsame Kälte spüre. Eine Schicht aus gefrorenem Gas umhüllt den Monolithen plötzlich von oben bis unten. Es ist so kalt, dass ich meinen Atem in meinem Helm sehen kann. In dem kristallenen Eis ist eine kleine Lücke und ich bin überzeugt, dass ich ein paar meiner abgebauten Elemente hindurchstecken könnte. Dabei sehen die Monolithen, die unter Berührung kommen, organische Elemente einführen. Das ist Eis. Organisch. Das gefrorene Gas schmilzt in der Atmosphäre. Ich erhalte eine Belohnung. Na, toll. Ganz, ganz groß. Was, warte mal kurz. Ich habe doch hier haufenweise Kohlenstoff. Das kann ich doch bestimmt ins Raumschiff packen. Genau. Das Korax-Gehäuse auch. Das Mordit auf jeden Fall. Das Kohlenstoff können wir auch nochmal rüberpacken. Den Frostkristall brauchen wir gerade nicht. Die Daten nehme ich auch mal nicht mit. Und den Diewasserstoff, der geht auf jeden Fall ins Schiff. So, dann können wir nämlich hier noch ein bisschen Platz schaffen. Kann ich das jetzt nehmen? Okay. Und jetzt kriege ich meine... Ansehen hat sich verbessert. Ja, mega. Noch ein Vykeen-Bildnis. Danke. Und Kreislauf haben wir gelernt. Sorry, Kumpel. 8 noch. Dann haben wir es geschafft. Warte mal kurz. Die Pflanze war doch genau. Ja, hier gibt es auf jeden Fall unfasslich viele... Alter Schwede, ist das hübsch. Ja, Wahnsinn. Ich
Warte mal kurz. Nein, ich wollte den Fotomodus eigentlich nicht verlassen. Das ist ein toller Planet, ha? Oh, ist das schön hier. Könnte ich den ganzen Tag Fotos machen. Die Palme haben wir mit Sicherheit auch noch nicht. Gucken wir mal schnell. Ja. Autsch. Den würde ich mir gerne nehmen. Also ich mache... Wie kann ich die Markierung entfernen? Gut. Auch parallel mal ganz schnell was weggesnackt. Nicht schlecht. Wie gesagt, Artefakte sind so eine Sache, da muss ich noch ein bisschen besser werden. Da bin ich ganz, ganz furchtbar drin. Das Wort für Loyalität gelernt. Hier gibt es relativ viele coole Sachen zu entdecken. Und natürlich alles, was wir hier scannen, bringt uns beim Hochladen in die Atlas-Datenbank natürlich auch unfasslich viel an Prestige in Form von Naniten, die ich ja unbedingt brauche, habe ich ja schon mehrfach jetzt erwähnt. Und das Schiff können wir jetzt auch rufen, weil wir haben ja Sprit reingetankt. Das hält jetzt auch erstmal eine Zeit lang wieder. Das sieht so geil aus hier. Sowas von cool. Tut mir so leid, Kumpels. Habe ich es jetzt endlich geschafft. Diese dumme Quest. Den kenne ich doch noch nicht, oder? Wo? Na also. Elektrisch. Wo ist der nächste? Wow. Da ein Flügelmänner. Das ist vergrabene Technologie. Die nehmen wir uns natürlich selbstverständlich mit. Aber ich bin jetzt froh, dass wir diese dämliche Mission abgeschlossen haben. Wo wir Tiere umlegen müssen. Das, ich finde das nicht geil. Und die Tiere wissen das und haben uns natürlich trotzdem... Wie gesagt, das tut mir echt fett sorry. Ich will euch eigentlich gar nicht angreifen. Du bist doch kein Angreifer, oder? Verhalten kühn. Okay, das ist ein Argument, dass wir hier vielleicht nicht so ganz erwünscht sind. Okay. Das müssen wir jetzt ändern, ey. Das kann nicht so weitergehen. Ich will mit den Tieren hier keinen Stunk haben. War das nicht das Take-Modul? Gerade rausgeholt.
komisch. Oh, noch eine Pflanze? Wie gesagt, je mehr von denen, desto geiler. Nehme ich mit. Aber viel cooler wäre jetzt eine Silberansammlung auch nicht so. Da sind wir schon gewesen. Nehmen wir uns dieses vergrabene Tech-Modul noch mit. Ach so, zum Missionsagenten zurückkehren. Ich dachte mir jetzt gerade, was soll denn da oben sein? So. Das da unten schaut auch geil aus. Ziemlich interessant. Wiederhergestellte Technologie. So langsam muss ich ehrlich zugeben, habe ich da ein bisschen Sterndorn. Schon, gibt es die irgendwie öfter? Okay, die habe ich scheinbar schon entdeckt. Nimm mal Sternknollen mit, warum nicht? Das kann man bestimmt mal brauchen. Habe ich die alle? Ja. Das sind unfassbar viele Tiere auch. Ich liebe diesen Planeten. Ich finde ihn irgendwie total cool. Auch wegen der enormen Anzahl an Tieren, die hier rumgeistern. Wir haben natürlich überhaupt 0,0 Kapazität für das Zeug. Habe ich nicht mehr gesammelt als 197? Mal ganz kurze Frage. Wofür brauchen wir das eigentlich? Bei diesem wunderschönen Edelstein handelt es sich um angeschwollene, leuchtende Beere namens Sterndorn. Die Wirtspflanze benötigt fruchtbare Bedingungen, um Kultur der Wildnis zu gedeihen, kann aber mit Hilfe eines Hydrokultur allein angebaut werden. Oh. Ich meine, ist jetzt nicht besonders wertvoll gerade, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit Sicherheit cool ist. Monolith, den kennen wir. Eine natürliche Grabstätte. Okay, die ist aber ganz schön weit entfernt. Aber warum nicht? Komm. Das nehmen wir mit. Und wenn wir auf dem Weg noch irgendeinen Monolithen sehen, laufen wir natürlich da vorbei. Und das Natrium nehme ich mir natürlich auch selbstverständlich gerne mit. Ich bin gerade total begeistert von den Bedingungen, die es hier gibt. Au! Sorry, Kumpel. Ey, warum greifst du mich an? Die haben sich das gemerkt, dass ich der böse Jäger bin, ne? Die habe ich noch nicht. Oh nein, jetzt sind die fort. Irgendwo in die Richtung. Oh, da ist noch. Ich weiß, ich laufe gerade voll falsch. Aber hier ist noch was. Zum Finden. Zum Entdecken. Oh, das ist cool. Körper. Mhm. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen rumlaufen, weil es ist gerade so viel zu finden hier, dass ich gar nicht weiß, wo ich zuerst hinschauen soll. Hab ich doch gerade auch noch was gesehen. Egal. Doch, da war's. Ja.
So, machen wir auf. Noch mehr Navigationsdaten, kein Problem. So, was ist hier drin? Keines Ferrit. Und wir kriegen 29 Nanit. Cool. Ich glaube, die Tiere hier können mich nicht mehr leiden. Die mögen mich einfach nicht mehr. So traurig. Aber also ich muss sagen, Scan-Quests, Tiere scannen und so weiter, das mache ich natürlich liebend gern, aber Tiere jagen. Ja, ich muss es halt jetzt gerade machen, um die Nanit-Quests abzuschließen, aber ich mache das eigentlich nicht gerne. Also wirklich nicht. Nicht so wirklich gerne. Nee. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Quest auch bald abgeschlossen haben, uns den geilen Scanner organisieren können. Und dann müssen wir es nur noch machen, wenn wir es wirklich für Mordid oder sowas brauchen. Ja. Aber dann nicht mehr einfach so. Okay, hier sehen wir auf jeden Fall schon mal die ersten Treffer. Eine natürliche Grabstätte. Mit uralten Knochen. Okay, es ist Zeit für uns zu gehen, habe ich so das Gefühl, ne? Ich hau mal ab. Ist mir zu heiß hier. Ich würde eigentlich noch hier gerne hier ein bisschen bleiben. Das war jetzt eigentlich völlig unbeabsichtigt. Das würde ich eigentlich jetzt hier gerne noch machen. Okay, Wächter deaktiviert. Schön. Moment. Na nur? 30 Nanithaufen, geil. Ja, ich glaube, so also langsam kommen wir unserem Ziel des besseren, noch besseren Scanners immer näher. Da haben wir 3S-Scanner drin, also von der Qualität her Speziale, ja. Und dann wird das nämlich richtig gut, glaube ich. Inventar. So, gucken wir mal, haben wir noch was hier in der Nähe? Da hinten ist noch was. Wie weit? 271 nehme ich mit. Weil dann wird es hier auch wieder dunkel, ja. Und sind wir mal ehrlich. Das muss nicht sein. Kann die jetzt nicht verwendet werden? Warum nicht? Ein bisschen Sauerstoff haben wir schon lange nicht mehr mitgenommen. Muss ich auch nicht alles haben, reicht ein Schlückchen. Natrium, ja. Wenn es auf dem Weg liegt, nehme ich es mit. Aber ansonsten hier die drei nehme ich auf jeden Fall mit. Das Natrium kann man halt auch eh immer schön brauchen. Und wenn es schön natriumreich unterwegs ist, dann bin ich natürlich größter Fan von. Das sind zwei Artefakte, das ist ja herzallerliebst auch. Dann verstehen wir endlich mal, was die Vykeen von uns eigentlich wollen. Senden und Opfer. Ja. Genau diese sprachlichen Fertigkeiten werde ich brauchen. Jetzt nochmal ganz kurz eine Kleinigkeit am Rande. Und zwar, da will ich rein. Ja, das sollen wir abgeben. Eine Mist, dreiste Jäger. Das haben wir noch.
Wie viele sind es denn noch? Einer. Na komm. Jetzt will er nicht mehr. Ah, verdammt. Nochmal 8 Nanithaufen. Ich kenne ich leider. Also leider ist es relativ, ne? Hacken schlagen, Hacken schlagen. So, das war der Quest, oder? Der ist jetzt abgeschlossen. Irgendwas Interessantes, was ich so am Horizont abblicke? Nix, ne? Haben wir noch irgendeine Pflanze? Eine deuteriumreiche Pflanze? Ja, nehmen wir mit. So. Wächter. Und? Haben wir den Quest jetzt erledigt? Ich glaube nicht. Oder? Doch, jetzt. Heiße Probleme haben wir auch erledigt. Ey, wir haben gerade questmäßig, sind wir richtig gut dabei. Oh Mann, ey. Hört auf mich anzugreifen, ich will euch nicht böse sein. So, auch nochmal weg. Immer ein Schlückchen mehr für unsere Freunde hier. Wir müssen auf jeden Fall zurück zum Missionsagenten. Und ich würde sagen, meine Lieben, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Habt ihr Bock? Ich glaube schon. Pass auf, oder machen wir anders. So. Kommt das jetzt? Habe ich es jetzt gerufen? Landung nicht möglich? Doch. Wo ist die kleine Ogrift? Da kommt sie. So. Okay, auf geht's. Tolle Welt. Tolle, tolle, tolle Welt, meine Lieben. Na, nicht das Hauptschiff. Na, egal. Oh, schönstens. Ich liebe das. Das war jetzt richtig, richtig, richtig toll. Wir brauchen bei Gelegenheit mal wieder Trinium, oder? Trieb. Apropos, da können wir mal ganz kurz umswitchen. So, was brauche ich noch nicht? Die Technologie. Ionenakku, NAV-Daten, genau, weg. Das bleibt bei mir. Das kann da hoch. So, ja. Das war sogar gar nicht mal so falsch. Der wäre ja schon eingedreht. Und rein da. So, meine Lieben, das machen wir jetzt. Ich will noch dieses S-Modul haben. Ich hoffe, das klappt. Ansonsten machen wir es einfach nächste Folge. Mal gucken, wie viel uns das jetzt bringt. Nächste Folge kann ich schon mal gleich vorweg sagen. Wird mal wieder eine Baufolge werden. Wir werden mal wieder zu unserem eigentlichen Kernproblem zurückkehren, nämlich die Bude, die wir ja angefangen haben zu bauen. Einreichen. 100 Nanithaufen.
Und das Ansehen bei der Entdeckergilde hat sich verbessert. Und 170 Nanithaufen wurden auch noch auf mein Konto eingezahlt. Und das Ansehen bei der Söldnergilde hat sich verbessert. Bin gespannt. Ich war nichts für Arbeit und Belohnung. Was hat er jetzt noch? Ja, einen Gegenstand abliefern, aber das sind immer so doofe Quests eigentlich. Nee, Quatsch, warte mal, da wollte ich gar nicht hin. Da können wir noch nicht hin. Ich wollte nochmal auf die andere Seite rüber. Auf dem Tisch liegt hier nichts, gut. Was bist du? 18. Raumschiff, Mutter des Abgrunds. Jäger ist es. Schaut auch cool aus mit diesem Halbring oben rüber. Aber ich will ja so einen richtig guten Frachter auch mal haben. Mit viel Platz auch vor allen Dingen. Warst du das? Ich glaube, du warst der Tech Broker, den ich gesucht habe. Upgrade Module. Nein, du warst es nicht. Der war es, glaube ich, auch nicht. Und der war es, meine ich, der war es. So, Module kaufen. 600 haben wir. Ein Scanner-Modul S. Nehme ich noch eins mit. Und dann sind wir nämlich schon mal gar nicht so schlecht ausgerüstet, weil ich habe nämlich einen Blödsinn gemacht. Ich habe... Feld frei. Das muss da nämlich rein, dieses Ding. Und das muss jetzt hier in diesen Slot rein. Und das da werden wir jetzt einfach mal zerlegen. Und jetzt haben wir nämlich den Maximum an... Das Maximum. Wir haben jetzt einen Scanner. Ja. Und 3S mal quasi Upgrades. Mal mehr, mal weniger. Manche sind besser in Flora, manche besser in Fauna. Aber jetzt haben die untereinander nochmal einen Boost sozusagen. Und das finde ich doch mal ziemlich geil. Den Minenlaser lade ich mal ganz kurz auf. Den lade ich jetzt auch mal ganz kurz auf, damit das alles auch mal wieder klar und voll ist. Genau. Ich habe jetzt nicht mehr viel, was ich nutzen kann. Schauen wir mal schnell. 190. Dafür kriege ich leider einen Impuls. Das ist mir völlig Banane. Ein Scanner-Modul B brauche ich nicht, weil wir haben ja schon Scanner-Modul S. Also noch mehr als das geht ja nicht. A wäre noch gut, aber ansonsten das Bergbaustrahlmodul und so weiter, das könnte ich mir jetzt kaufen. Ob ich es jemals brauche, weiß ich nicht. Was gibt es da noch? Lauf, verstärkte Kartuschen. Nee. Genau, wir könnten jetzt, wie gesagt, nochmal gucken, ob wir hier nochmal Upgrades finden, die wir uns leisten wollen würden für den Rest der Naniten. Ah, Hyperantrieb, Module, Zyklotron, ja, okay. Leistung, Inframesser. Upgrade für Positronwerfer. Abwehrschild, das wäre auch cool, ne? Photonenkanone wird dadurch auf jeden Fall signifikantes Upgrade. Das ist ein B-Modul. Weiß ich nicht. Nehme ich nicht mit. Meine Lieben, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Ich gucke nochmal gerade die Tische. Da haben wir doch noch was. Dahin? Nee, reagiert nicht auf mich. Okay. Macht nix. Ah, dachte, er veräppelt mich. So, wir müssen eh hier rüber. Hier ist auch nicht viel los, ne? Macht aber nichts. Okay, meine Lieben, wir sehen uns nächste Folge, wenn ihr Lust habt. Und dann geht's in den Budenbau. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich freue mich schon, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.